Die Pro Service Public Initiative ist eine Mogelpackung. Sie stärkt den Service Public nicht, sondern bedroht ein ausbalanciertes und bewährtes System. Jeder in unserem Land kommt täglich mit dem Service Public in Kontakt. Ob Brief, öffentlicher Verkehr oder Telefon. Der Service Public ist Teil unseres Landes. Und wir können stolz darauf sein. Denn die Grundversorgung in der Schweiz ist heute im internationalen Vergleich sehr gut. Mit ihren Poststellen und Agenturen betreibt die Post das dichteste Netz Europas. Jede Ortschaft mit mindestens 100 Einwohnern ist mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen. Kein anderes Land kennt eine derart gute Grundversorgung mit dem öffentlichen Verkehr. Und die Mindestbandbreite in der Grundversorgung beträgt 2 Megabit pro Sekunde. Post, SBB und Swisscom bieten 100.000 Arbeitsplätze an und bilden jährlich über 4.300 Lernende aus, unterstützen das Schweizer Gewerbe mit Aufträgen in Milliardenhöhe. Und Post und Swisscom überweisen knapp 1,3 Milliarden Franken jährlich in die öffentliche Hand. Setzen wir diese Erfolgsgeschichte nicht aufs Spiel. Die Initiative gefährdet unsere bewährte Grundversorgung. Sie schadet damit dem Zusammenhalt zwischen Stadt und Land sowie der Schweizer Bevölkerung und Wirtschaft. Sagen Sie deshalb Nein zur Service Public Initiative.